Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Demonstrate zu der Euro-Demo 12. Ich weiß, ihr habt jetzt mit einer anderen Demo gerechnet, wahrscheinlich mit der Euro-Demo 1 oder so. Aber das ist halt die nächste in dieser Zeitspanne, die ich habe. Deswegen kommt jetzt halt die Euro-Demo 12. Das ist halt die älteste, die ich habe. Die Euro-Demo 12 ist 1997, glaube ich, rausgekommen. Und ich höre mich noch ein bisschen verpeilt an, weil ich seit einer Stunde wach bin. aber egal. Und zwar, ich habe mir das eben gerade schon mal angeguckt und ich habe jetzt ungefähr 7 Minuten pro Spiel. Und die werde ich dann auch pro Spiel dann ausnutzen. Egal wie weit wir kommen oder egal wie oft wir das spielen müssen. Oder wenn es ein mega Scheißspiel ist, dann werde ich das überspringen. Aber okay. 1997, genau. In der Playlist werde ich das auch so anordnen, dass das halt chronologisch ist. Das heißt also, wenn ich irgendwann mal die Euro-Demo 11 habe, die ich nicht besitze, werde ich die dann in der Playlist vor die Euro-Demo 12 basteln, irgendwie. Na gut, wir fangen auf jeden Fall mal mit der ersten Demo an. Und zwar handelt es sich hier um Ace Combat 2. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich glaube, es ist ein Flugzeugspiel oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Von Namco auf jeden Fall. Dann möchte ich gerne das Spiel starten. City on Fire. Right now. Wäh. Alles klar. Ein Flugzeugspiel. Ich glaube, das habe ich damals auch Engage. Früher auch öfters mal gespielt. Oh, Entschuldigung. Och, da sind ja zwei. Ich angreife. Kann ich noch? Yay, ich habe einen getötet. Ich glaube, das habe ich früher gerne gezockt. Also diese Demo hier. Oh, da. Da waren welche. Da. Stirb. Warum halten die zwei aus? Das ist voll doof. Yay, bingo. Ich muss mal gucken, ob man hier noch irgendwas anderes machen kann. Also ob die Tasten irgendwas machen. Okay, ja, kann man die Höhe einstellen? Das ist schon mal gut zu wissen mit L2 und. Nee, das ist gut. Okay. Höhe kann man auch einstellen. Mit R2 und L2. Wo ist denn die Stadt? Oder wo ist das? Ach, da ist die Stadt. Enemy inside, da hinten. Stirb! Ah, ja, oh mein Gott. So, was machen die anderen Tasten? Das ist eine Karte. Okay. Dreieck macht nix. Oh, man kann auch so schießen, das ist natürlich sehr schön. Ja. Ach so. Er hat immer noch nicht geschossen. Ja, wir sehen ihn doch an, der war doch schon im Kreis drinnen. Ey, die soll mal. Nein! Auf mich zufliegen. Oh mein Gott! Entschuldige mich bei euch schon mal, wenn euch schlecht wird. Es ist hier gut möglich, so wie ich hier steuere. So. Der ist wahrscheinlich zu weit weg. Oder ist das einer von mir? Ich glaube nicht, dass das einer von mir ist.
Warning. Warning. Ich will nicht getroffen werden. Ja, ich habe ihn getroffen, das ist schön. So. Also anscheinend geht es hier nur darum, das alles abzuballern. Nee. Das. Nee, was? Da war Gas geben. Oh, ich wurde getroffen. Das ist schön. Oder ich weiß noch nicht so ganz, was hier böse ist. Oder sind. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wenn man zu hoch fliegt, dann ist auch irgendwann, dass sich die Triebwerke ausschalten, man einfach nur runterplumpst. Das kann ich ja am Ende mal machen. Ich meine, das wäre nämlich so gewesen. Ich habe das nämlich ganz gerne gemacht, dass ich so hoch wie möglich geflogen bin und dann im Sturzflug nach unten und dann so kurz vorm Ende hochgezogen habe. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich glaube, das macht jeder gerne. Und ich frage mich, was sind die Punkte unten auf dem Radar? Oder ist das unten in der Stadt? Was sind die Punkte? Und, ja gut, das andere sind wahrscheinlich die Flugzeuge. Ja, ja. Ich müsste doch irgendwie hier unten treffen. Ja, nee. Ja, ich bin schon wieder getroffen. Nee. Okay, wir haben nur noch 17 Minuten. 17 Sekunden. Nee, Gas geben. Gas geben. Fuel low. Rauschen und dann, ja, jetzt fliegen wir nach unten und ich kann nichts machen. Jetzt doch, jetzt geht's wieder. Mission failed. Okay. Na gut. Nee, da, ich möchte nicht nochmal. Select war zurück, ne? Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir fast die 7 Minuten ausgenutzt. Waren noch 13 Sekunden über. Dann werden wir mal sehen, was jetzt so. Ich habe die Zeit als letztes irgendwie. Nur dann, als sie rot geworden ist, ist mir die erst aufgefallen. Dann hätten wir jetzt Broken Sword 2. Sagt mir auch über. Also, das sagt mir überhaupt nichts. Ace Combat wusste ich noch ungefähr, wo ich das zuordnen konnte. Ein schöner Wald auf jeden Fall. Und irgendwie so ein Maya-Tempel oder sowas. Und ein Volk davor. Baphomets Fluch 2a. Das sagt mir dann schon eher was, aber trotzdem kann ich es immer noch nicht zuordnen. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist.
Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Okay. Es war auch sehr leise gerade. Ich glaube, ich muss das nochmal dann hochdrehen im Nachhinein. Was ist nu? Ist schwarz. Hallo? Tut sich nichts. Ah, halt, stopp. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht das angenommen hat, dass ich Select gedrückt habe, weil ich habe nämlich ein paar Mal Select gedrückt. Ich möchte nicht, dass das jetzt zurückspringt. Ah. Nur so ein Point and Click? Als ich nach einem Zusammenstoß mit zwei mittelamerikanischen Indios wieder zu Bewusstsein kam, war meine Freundin entführt worden. Doch ihre Versuche, mich umzubringen, schlugen fehl. Und nachdem ich mühsam alle Spuren untersucht und die Ergebnisse zu einem Gesamtbild zusammengefügt hatte, stand ich schließlich an einem heruntergekommenen Dock in Marseille, wo ich Nico zu finden hoffte. Oh mein Gott! Es ist so langsam. Kannst du da hin? Ich bin ja eigentlich so überhaupt nicht so der Freund von so Spielen. Diese Wimmelbildspiele sind doch okay, die so in so ein bisschen danach aufgebaut sind. Aber Spiele, die nur daraus bestehen, bin ich nicht so der Freund von. Oh, ein Hund. Was ist los? Keine Ahnung. Der Hund fing ohne erkennbaren Grund an, Amok zu laufen. Das ist Teil seiner Ausbildung. Das soll mögliche Eindringlinge abschrecken. Oh, ich verstehe. Okay, tut mir leid. Ist schon okay. Denken Sie nur dran, er ist ein ausgebildeter Wachhund. Ein Killer. Also die Synchro gefällt mir ganz gut hier. Ach, da ist die. Cursor. Machen wir einfach mal das. Boah. Also die Ladezeiten sind schon heftig. Achso, das ist Wasser. Ich dachte, das wäre irgendwelches... Oh, das ist so langsam. Oh. Nun! Ich hab echt... Ich weiß nicht, ob das mit Analogsticks schneller gehen würde.
hier unten ist nichts, dann möchte ich gerne wieder da hoch. Weil manchmal ist es so, dass ich darf nicht hier hochgehen. Ah. Dass das mit den Analogsticks manchmal ein bisschen schneller geht als mit den mit dem Digitalpad. Aber ich habe halt jetzt nur den alten Gammel-Controller hier. So. Also ich könnte das so nett spielen, ganz ehrlich. Das war der, ne? der Ton fürs nächste Spiel. Jetzt klicke ich mal das hier noch an. Au, Mann, ist das heiß. Warum tust du das? Ins Fenster gucken? Also ich würde es dann eher, wenn überhaupt, auf dem PC spielen. Scheiß Spanner, ey. Aha. Hi, guten Morgen. Wissen Sie, wie spät es ist? Nein, ich habe keine Uhr um. Wie mein Daddy immer gesagt hat, ich glaube nicht an die Zeit, Mann. Na egal, auf jeden Fall sind sie zu früh. Jetzt hat man hier unten auch so ein Auswahlding, was ich überhaupt nicht erkennen kann, was das sein soll. Hund. Gehört der Hund Ihnen? Nö, der gehört zu diesem Job dazu. Ich füttere ihn nur ab und zu. Eher ab als zu, oder? Schon mal was von der Condor Transglobal gehört? Klar, die haben ein Lagerhaus hier. Also könnte ich mir das mal ansehen? Erst nach den Ferien. Schauen Sie in einem Monat nochmal vorbei. So, ich will jetzt nur noch wissen, was das hier ist. Ich habe hier dieses sehr exotische Höschen. Dann steck es auch schnell wieder weg, du perverse Sau. Na gut. Okay. Wir brechen das denn hier mal ab, was nicht funktioniert. So, ich bin dann mal wieder hingeskippt, damit ihr euch nicht das Intro von der PlayStation 1 nochmal angucken müsst. Unser nächstes Spiel ist Korea Crisis. Okay. Kenne ich auch nicht. Ich glaube, ich kenne 90% der Spiele, die hier auf der DVD, die hier auf der Demo drauf sind, nicht. Aber mal gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall irgendwas mit einem Fahrrad, denke ich mal, weil unten links ein Fahrrad. Wow! Alter! Ich mag das Geräusch, wenn er fällt. Das Spiel ist jetzt schon wieder extrem laut. Okay, man kann auch springen. Das ist schön zu wissen. Kann man treten oder sowas? Ja, schlagen kann man. Ah, treten kann man auch. Nein, keinen Wheelie machen. Okay. Ich bin total überfordert. Wie komme ich denn nach rechts? You're fired! Hauptsache die Tüllen wegtreten, ne? Alter Verwalter. Okay, ich zock das jetzt nochmal. Vielleicht kommen wir da ein bisschen besser voran. Aber das kannte ich so gar nicht, so überhaupt nicht, das Spiel. Vielleicht kriegen wir auch noch extra Zeit dazu, wenn wir über Rampen und sowas fahren. Das kann natürlich auch sein. Oh, wie es einfach anfängt, ne? Komm, gib Gas!
weiß jetzt nicht, ob ich Zeit dazu bekommen habe. Ah, das war Bullerei. Dieses komische Ding da unten. Hey, get your keister over here. Got it. Sieht aus wie von Final Fantasy irgendwas. Wo man irgendwie so komische bunte Dinger reinmachen konnte. Entschuldigung. Wer baut denn hier sowas hin? Oh mein Gott. Ich glaube, wir belassen das jetzt einfach mal dabei. So, dann hätten wir jetzt Dynasty Warriors. Das kenne ich nur für die PlayStation 2. Hat damals mein Cousin ganz gerne gespielt und der Dennis spielt es auch ganz gerne. Und der Dennis meinte, das wäre halt so ein Spiel, was man entweder hasst oder man liebt es. Da gibt es nichts dazwischen. Ich finde es okay. Also ich muss da schon richtig Bock drauf haben. Und dann irgendwie nach einer Runde habe ich dann auch wieder keine Lust da drauf. Also so richtig lieben tue ich das nicht und hassen tue ich es auch nicht. Also ich weiß, dass es total viele Charaktere und alles gibt und man kann, ich glaube sogar, Waffen kann man für die freischalten. Und was nicht all? One Player Battle. Ja. Das sieht aber nicht nach dem Dynasty Warriors aus, wie es in der PlayStation 2 Version. Das sieht hier eher nach einem Tekken irgendwie aus. Entweder, was haben wir denn hier? Zhang Fei oder Kiao Dun? Ich nehme den mal. Der hat ein Krönchen auf. Zunge Liang. Okay. Ich habe ein ganz schön großes Schwert. Oh Gott, ist das langsam. Hey! Wie kann man denn... Kann man hier auch irgendwie... Hallo! Ja, ich krieg hier voll aufs Fressbrett. Headshot. Kriege ich noch eine Runde? Dankeschön. Das sah gerade sehr nach Blocken aus. Mann, steh doch mal auf, du Pisser. Oh. Hallo. Ich finde das nicht okay. Aber vielleicht merkt man, dass ich nicht so gut in so Spielen bin. Weil ich mache halt mehr so Button-Smashing irgendwie. Ja. Coming this fall. Wie gesagt, ich kenne es nur als die PlayStation 2 Version. Wo man dann halt auf seinem Pferdchen so rumreitet und dann ganz viele Armeen kaputt schlachtet. Und so, dann ist mir das doch lieber als das. Okay, wir machen noch eine Runde. Vielleicht kriegen wir es ja hin mit dem anderen Charakter, mit dem Fei oder wie der hieß. Vielleicht ist der eine schwer, der andere leicht. Und ich habe jetzt gerade den schweren genommen, ich weiß es nicht. Ja, das Intro möchte ich nicht sehen. Zhang Fei. Der hat einen Stab. Das heißt, der hat eher so eine Distanzwaffe, als man die so nennt. Hey. Ach Mann. Wow, ich habe Schaden gemacht. Hey.
Oh, ich habe was Tolles gemacht. Nun, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Okay, nochmal. Man kann auf jeden Fall dreidimensional durch den Raum gehen. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Ach Mist. Warum blockt der das immer, der Pisser? Ich kann das auch unendlich oft machen, ne? Aber ich krieg jedes Mal aufs Maul dabei. Das ist nicht schön. Naja. Okay. Dann, was kommt denn als nächstes? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass wir am Ende noch ein Video haben. Overboard. Zwei Player. Oh. Overboard hatten wir das letzte Mal schon mal. Aber na gut, vielleicht ist es ein anderes Level. Aber das ist auch mal cool, dass man so ein Zwei-Player-Demo hat. Das kenne ich überhaupt nicht. Psychnosis, ja. Hier riecht es, als ob irgendjemand Essen machen würde. Aber wir haben erst 10:30. Ah, guck mal, man sieht sogar, wie man controlled. Egal. Das kriegen wir auch irgendwie so hin. Bitte kein dunkles Level. Das war nämlich beim letzten Mal dunkel. Ich hoffe einfach, das ist das erste Level. Bitte. Und ich hoffe mal nicht. Also ich hoffe mal, dass es Splitscreen ist und nicht, dass wir beide Schiffe auf einem Bildschirm haben. Weil dann ist schlecht. Dann komme ich nicht aus dem ersten Bildschirm raus. Ach so, das ist so Gegeneinander-Player. Ich dachte, das wäre Miteinander. Ja gut, ne? Dann kriegst du mal schön aufs Maul. Stirb! Yay! Wir haben gewonnen. Ja gut. Und nu? Wie lang geht das denn? Ich hoffe mal 3 Runden einfach. Aber es ist ja einfaches Spielprinzip. Wir müssen einfach den Gegner abknallen. Hier oben sind ein paar Items. So Feuerspeier und sowas. Ja, und in der Mitte ist halt was uns töten kann. Sehr einfach. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt gleich zu Ende ist. Dass ich da jedes Mal nicht getroffen werde, ne? Yay! Auto. Results. Ja, das ist klar, dass ich Erste bin, weil kein zweiter Controller angeschlossen ist. Ja. Gut. Dann wäre das Overboard, 2 Player. Mal schön, das auch mal zu sehen. Screenshots.
Oh, unten rechts, das habe ich noch nie gesehen. So weit bin ich nie gekommen. Ist mir zu schwer ein bisschen. Also das wird nach einer Zeit echt knackig. Vor allem, wenn man dann auch alles absucht, weil man alle Schätze haben will und so. Was man eh nicht schafft. Also ich schaff das nicht. Nee, ich will nicht noch mal. Geh weg. Oh. Wir sehen uns im Demo-Menü wieder. So, wir sind zurück im Demo-Menü und als nächstes kommt Tomb Raider 2, so wie ich das gerne damals ausgesprochen habe. Ich weiß nicht ganz genau, also ich kenne mich jetzt nicht so in den Tomb Raider-Spielen aus, aber ich glaube, das ist die Demo, wo direkt am Anfang ein Tiger kommt, glaube ich. Aber das ist jetzt mal nur so dahingestellt. Mein Gott, ist das dunkel. Oh nein, ich möchte das nicht spielen. Ich habe jetzt schon Angst. Wie schießt man denn? Das ist eine sehr gute Idee, Lara. Nee, das sollst du nicht machen. Wie schießt man denn? Ah. Ah, auf X, okay. Oh, mach noch sowas an, bitte. Ja, ich glaube, hier ist irgendwo ein Tiger. Oh nein, erschrecke ich mich gleich wieder. Wow, die Kamera. Das ist ein Tiger! Ist sie tot? Er ist tot. Oh mein Gott. Ich habe das immer gehasst. Was ist so dunkel, ey? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wie springt man? Auf Quadrat, okay. Nein! Ach, du bist doch dumm. Oder kannst du dich hier hochziehen? Kannst du deine. Ah, okay. Ich wollte gerade die Kamera mit dem rechten Stick drehen, aber der rechte Stick ist nicht vorhanden. Pack das mal weg, genau. Da sollst du hinspringen. Man müsste auch Quadrat drücken zum Springen. Da kann man hoch, oder? Ja, good to know. Oh, ich weiß schon, warum ich damals nie gerne Tomb Raider gespielt habe. Hallo. Halt dich doch mal daran fest, du Dumme. Warum kommst du da nicht hoch? Ist das so schwer? Die Mama ist halt daneben an der Wand. Nee, kann ich nicht hoch. Kannst du hier hoch? Na. Ah. Ja, du kannst nicht mal springen. Ich habe den einzigen Tomb Raider-Spiel, den ich durchgespielt habe. Was machst du? Du sollst nicht tauchen. Geh nach oben. Also du erstickst gleich nur so mal, ne? Warum ist jetzt Kreis auf einmal springen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Lara. Dumme Fort. Ey, Mann, ich hasse dich. Tomb Raider Legend. Genau, das habe ich durchgespielt.
Geh doch da hoch! Oh! Ich hasse dieses Spiel, ne? Und da war die Steuerung noch normal. Also da war sie endlich mal normal. Da konnte man das vernünftig spielen auf der PlayStation 2. Aber das hier, das ist einfach nur Katastrophe. Nein, du sollst doch nicht zwei... Oh, du bist doch so doof. Warum sprichst du zweimal? Okay, ich versuche das jetzt noch einmal. Leck mich. Ich hasse dieses Spiel. Tut mir leid, aber nee. Einfach nein. Ihr wisst jetzt auch schon mal, dass von diesem Spiel auf jeden Fall kein Let's Play von mir kommen wird. Von Legend vielleicht, aber von den alten Spielen auf keinen Fall. Between the Eyes, Nadia Roos. Das war diese Entwicklerkonsole, diese schwarze. Oder war die blau? Ich glaube, schwarz war die. Die blaue haben, glaube ich, die Zeitschriftenfuzzis immer zugeschickt bekommen, damit die Demo, also nicht Demos, sondern die normalen, also die Sachen, die zugeschickt bekommen haben, spielen konnten. One Fire, ich kann das nicht lesen. Ist okay, ist okay. Achso, das ist nur... Wir können uns das mal angucken. Schön. Also wir können gar nichts... Ah, doch! One Player Race. Bitte. Oh, das ist so scheiße geschrieben. Go ahead and race. Das ist eine richtig Kackschrift, ne? Okay. Ja! Schön in die Wand reingedonnert. Oh, ist auch schön, dass wir hier sehen... wie die Strecke ist. Und dass das wieder so extrem dunkel ist. Aber ich glaube, das liegt auch mit an meiner Fernseheinstellung. So fahre ich übrigens nicht Auto. Nur um das mal klarzustellen. Boah, Alter. Ich glaube, ich werde gleich schon überrundet oder so. Was ich noch cool finden würde, wenn man jetzt nicht so in der Mitte... Na gut, das wird keinen Sinn machen. doch, eigentlich schon. Wenn man komplett auf der Außen... You finish in place 5. Racer 5 made the fastest lap. Which has 22 Sekunden. A new lap record. Average speed 81. Press any key to continue. Oh, okay. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Hier kann man besser erkennen, wo es lang geht. Oh, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Boah, ich überhole gleich jemanden. Achso, die... Boah, ich bin Erster. Nee, bin ich nicht. Aber die fahren da einfach nur in so einer Reihe. Die sind gar nicht verteilt. Das heißt, wenn du den... letzten eigentlich überholt sind, bis direkt Erster. Quasi. Da ist ein...
sich das jetzt geändert? Ach Mann, ich düse immer gegen die. Das ist voll doof. Also, was ich cool finden würde, wenn man quasi auf dieser Röhre drauf fährt und nicht in der Mitte irgendwo. Oh, nicht in der Mitte von der Röhre fliegt. Das fände ich ganz cool. Und dass man dann halt so auch die komplette Röhre irgendwie ausbenutzen kann. Ja gut, haben wir noch irgendwas? Ach so, okay. Wie viel Track gibt's denn? 16. Nehmen wir mal noch die letzte. Oh. Oh. Da ist was falsch gelaufen in der Programmierung. Oder? Ja. Nee, doch nicht. Ah, oh, wir können. Ah. Das wusste ich natürlich nicht, dass wir das auch machen können. Das ist natürlich sehr cool. Es ist halt sehr dunkel, ne? Ich versuche das bei euch noch ein bisschen heller hinzukriegen. Oh, ich wurde überrundet. Schön. Hat das Kurven? Oder geht das nur nach unten, nach oben? Ich glaube, das geht nur nach unten, nach oben. Also ich kann das nicht so gut. Hm. Na gut. Ist jetzt, glaube ich, auch die dritte Runde. Machen wir die noch fertig. Und dann wechseln wir zum nächsten Spiel. Okay. Turn to irgendwas. Ach, das ging doch. Schön. Na, manchmal kommt man über Select zurück, manchmal kommt man gar nicht zurück, manchmal kommt man über die Tastenkombi, dass man alle Schultertasten und Start und Select drückt. Ist irgendwie weit schnell. Net your rules advert. Ich glaube, das ist eine Werbung. Ist Advert eine Werbung? Ich glaube schon. Das heißt, wir haben zwei Videos, so wie das aussieht. Und die gucken wir uns jetzt einfach noch an. Und sind wir auch schon durch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Informationen extra so geschrieben haben oder ob das einfach ein Schreibfehler war. Weil es war mit Z, aber in Net Your Rules kommt ja auch ein Z drin vor, von daher ist nicht so ganz klar, ne? So, dann haben wir noch ein Video. Und zwar Final Fantasy VII. Gibt bestimmt wieder schönen Content-Treffer. Thank you.
Ja, das war die Euro-Demo 12. Müsste ich jetzt gerade nochmal nachdenken. Ja. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch dieses letzte Demonstrate gefallen hat. Ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes Let's Play machen werde. Aber ich werde mal gleich meine Kiste mit dem PlayStation 1 Spielen mal durchkramen und mal gucken, ob mir da irgendwas in die Hände fällt, wo ich denke, jo, das kannst du mal machen. Jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Wir haben heute übrigens Sonntag. Und ja, dann bis zu meinem nächsten Let's Play.